Challenge Tag 3. Ich bin Melli, ich bin gerade aufgestanden. Es ist 14.57 Uhr. Warum bin ich gerade aufgestanden? Weil ich Nachtdienst hatte und somit die letzte Nacht gearbeitet habe. Früh ins Bett bin, so gegen 3:08 und vorhin aufgestanden bin. Ja, ich wollte euch die Message dahinter lassen, dass es wichtig ist, in was für Behälter ihr euer Wasser aufbewahrt, weil das Wasser ist super lösliches Element und löst sich in alles auf, worin es aufbewahrt wird. Das heißt, eigentlich Glasflaschen ist wirklich das Beste. Ich muss mich da auch noch an meine eigene Nase fassen. Ich benutze aus der Bequemheit und weil es günstiger ist, noch Plastikflaschen. Natürlich schaut man, dass da kein BPA drin ist, aber weiß man das genau. Leitungswasser in Deutschland ist ganz gut kontrolliert, aber da weiß man nicht, sind da vielleicht doch noch Medikamentenreste, Chemotherapiereste, die da drin sind. Also macht es euch einfach bewusst, dass hochwertiges Wasser euch einfach auf lange Sicht besser tut. Und warum erzähle ich das? Für die wirklichen erfolgreichen Menschen im Leben, die gehören keine Religion an, sondern die sind einfach spirituell. Das heißt, sie erkennen, dass unsere Gedanken mächtig sind und dass unsere Gedanken Zeit und Raum penetrieren. Genauso wie Wasser sehr mächtig ist und jede Zelle und unser Körper penetriert. Deine Gedanken machen das Gleiche und Wasser auch. Deswegen hochwertiges Wasser und hochwertige positive Gedanken machen auf Dauer ein glückliches Leben. So, das war meine Message für dich heute. Ich mache jetzt meinen Drink. Eigentlich ganz gut runter. Schreibt mir unten in den Kommentaren, wie es euch geht dabei. Auf den letzten Videos habe ich super Feedback bekommen, habe auch eine ganz liebe E-Mail gekriegt. Danke Iris nochmal für deine E-Mail. Habe ich gestern Abend noch kurz durchgelesen. Anscheinend macht es euch Spaß. Es ist nicht so schwer, so viel Wasser zu trinken. Es tut einem gut. Und auch dieses Detox ist super für die Verdauung. Sobald du deinem Körper nämlich so viel Flüssigkeit gibst, kannst du nämlich auch ordentlich, naja, aufs Klo gehen. Sozusagen. So, alle Gläser sind leer. Ein Liter Wasser ist intus. Ich spüre schon, es drückt ein bisschen im Magen. Vielleicht kommt später ein bisschen Rülpser raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich, von euch zu hören. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch geht. Wenn ihr noch ein paar Tipps und Tricks habt, höre ich auch gerne davon. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Zitronenwasser Challenge Tag 3. Wir sehen uns morgen. Eure Melli. Ciao, ciao.